Letztens, als ich mal wieder in der Dusche über mein Leben nachgedacht habe, hatte ich folgende Realisation. Ich habe mal irgendwo gehört, dass unsere Haare natürliche Öle produzieren. Ich wasche diese dann mit einer Chemikalie, dessen Farbe in der Natur natürlich so nicht vorkommt und das Einzige, was die macht, ist, diese Öle aus meinen Haaren zu ziehen. Danach gebe ich ein anderes Produkt rein, um sie zu stylen, welches halt großteils aus Ölen besteht. Also war mein Gehirn so. Hey Dominik, ich und dein Körper arbeiten wirklich hart, um Öle zu produzieren, die deine Haare schützen sollen. Nur damit du sie rauswäschst und irgendein anderes Zeug reingibst, ich habe einen Vorschlag für dich. Was, wenn du mal eine Runde chillst und aufhörst, irgendwelche Substanzen regelmäßig auf deinen Kopf zu geben und wir sehen einfach, wie es läuft, hm? Du bekommst mehr Klarheit und hoffentlich ein chilliges Video und wir bekommen zur Abwechslung mal keinen Chemikaliencocktail auf unser Gesicht geballert. Und ich dachte mir, alles klar, das können wir machen. Deshalb habe ich einen Entschluss gefasst. Für die nächsten 30 Tage kommt ausschließlich das Haarpflegeprodukt von Mutter Natur in meine Haare, nämlich Wasser. Es ist mir nicht erlaubt, meine Haare mit irgendwelchen Produkten zu behandeln, ich darf sie einfach nur mit Wasser waschen. Simpel. Die Vorteile sollen aber krass sein. Ich persönlich wasche meine Haare so 3 bis 4 Mal pro Woche. Ich denke, das ist zu viel. Wer das auch denkt, ist meine Kopfhaut. Was wir alle nicht wollen, sind fettige, eklige Haare. Die werden fettig, weil die Kopfhaut eben Öle produziert. Und ratet mal, was die Kopfhaut macht, wenn diese Öle regelmäßig weggenommen werden. Richtig, sie produziert noch mehr Öl. Je öfter man die Haare wäscht, desto mehr Öle werden produziert. Und wenn man seine Haare so oft wäscht wie ich, werden die super schnell fettig und meine Kopfhaut produziert so viel Öl, dass ich mich nicht wundern würde, wenn die Vereinigten Staaten sich bald bei mir melden. Hey, willkommen zur Vorheraufnahme von meinen Haaren. Die sehen halt ganz normal aus, so wie gewaschene Haare eben aussehen. So fluffig oder ich glaube pfiffig, hat mein Friseur gesagt. Mal sehen, wie es nach 30 Tagen aussehen wird. Und es stellt sich heraus, dass ich damit nicht alleine bin. Im Internet ist oft von der sogenannten No-Poo-Challenge die Rede. Anfangs dachte ich, das wäre eine Challenge, bei der man aufhört, aufs Klo zu gehen, was zugegebenermaßen auch ein wirklich gutes Video wäre. Aber es ist einfach nur die Bezeichnung für eine Challenge, in der man einfach aufhört, Shampoo zu benutzen. Also das, was ich hier gerade mache. Es gibt ein richtig krasses Movement von Leuten, die so richtig gegen Shampoo sind und das so als Scam bezeichnen etc. Und es gibt halt auch wirklich super viele Berichte von Leuten, die das probiert haben und bei denen hat es halt gut geklappt. Ich denke schon, dass es klappen kann. Ich denke aber auch, dass es vielleicht nicht klappen kann. Ich glaube, das ist von Haartyp zu Haartyp unterschiedlich, aber ich habe wirklich keine Ahnung. Okay, es ist circa eine Woche her, seitdem ich das letzte Mal Shampoo benutzt habe. Es haben sich ein paar Sachen verändert. Normalerweise brauche ich immer Produkte, um meinen Haaren irgendwie Halt zu geben. Das brauche ich jetzt aber nicht mehr, weil die irgendwie so ölig und fettig sind, dass sie einfach von selbst halten. Das ist teilweise gut, teilweise ernsthaft ekelhaft. Aber zu meiner Verwunderung schauen sie so circa aus, wie wenn ich sie wasche, sie dann trocken sind vom Shampoo und ich dann irgendwie Wachs reingebe oder so. Die schauen jetzt einfach natürlich so aus. Was halt ein guter Effekt ist, denke ich. Sie sind auch noch ein bisschen nass. Mal sehen, ob es so bleibt, weil wenn es so bleibt, ist es cool und wenn es noch schlimmer wird, dann ist es ernsthaft nicht cool. Natürlich blieb es nicht so. Die Fettigkeit meiner Haare nahm Tag für Tag zu und wäre das nicht schon unangenehm genug, entwickelte sich auch ein Kratzen auf meiner Kopfhaut, was fast bis in den Nacken runterging. Das Ganze war alles andere als förderlich für mein Selbstbewusstsein und ich fühlte mich so wie mit 15, als ich beschlossen habe, einfach nicht mehr duschen zu gehen, um mehr Zeit in League of Legends investieren zu können. Aber ich hatte immer noch Motivation für diesen Versuch. Wir benutzen Shampoo seit 50 Jahren oder so. Damals wurde das mittels einer Marketingkampagne an den Mann gebracht, welches fettiges Haar als super eklig und sozial inakzeptabel dargestellt hat. Außerdem wurde in vielen dieser Werbespots gesagt, dass das Haar dreckig werden würde, wenn man es nicht regelmäßig mit Shampoo waschen würde, um den Dreck rauszubekommen. Ich weiß nicht viel, aber was ich weiß ist, dass ein Problem oder eine Unsicherheit zu kreieren und dann gleichzeitig die Lösung dafür zu verkaufen, ein sehr lukratives Businessmodell ist. Außerdem, wenn man länger darüber nachdenkt, ist es vielleicht gar nicht so smart, irgendwelche mysteriösen Chemikalien regelmäßig auf seinen Schädel einzureiben. So steht zumindest im Internet, dass viele Komponenten herkömmlicher Shampoos negative Auswirkungen auf unseren Hormonspiegel haben können. Ob das stimmt, weiß man nicht genau, es wurde nie wirklich bewiesen, aber ich persönlich tendiere dazu, dass wenn die Chance besteht, ich das einfach nicht riskieren wollen würde. Ich habe zu dem Zeitpunkt auch ein Kurzvideo gemacht, wo ich euch gefragt habe, ob ihr da Erfahrung habt oder wie es bei euch so ist. Ich habe mittlerweile seit 14 Tagen kein Shampoo mehr benutzt und so läuft es bis jetzt. Meine Haare sind irre fettig und ich fühle mich wirklich unwohl, aber das ist nicht alles. Seit ein paar Tagen kratzt meine Kopfhaut auch. Ich habe im Internet aber gelesen, dass es zuerst schlimmer wird, bevor es dann besser wird. Hat irgendjemand von euch Erfahrungen damit? Nachdem mich dann so ziemlich jeder geroastet hat, habe ich viele Kommentare gefunden, in denen gesagt wird, dass es wirklich besser wird. Das war ein Lichtblick, den ich auch dringend gebraucht habe, denn mittlerweile waren meine Haare einfach jenseits von Gut und Böse. Meine Freundin Sona und ich waren zu diesem Zeitpunkt auch auf Urlaub und wir haben beschlossen, so eine Bootstour zu machen. Dort war auch so ein Fotograf, der Bilder gemacht hat und als meine Freundin dann unsere Bilder gesehen hat, war sie überglücklich, weil das wirklich süße Couple-Fotos waren. Bis sie meine Haare gesehen hat. Ich sehe da nicht nur so aus wie jemand mit mangelnder Körperhygiene, ich habe mich auch wirklich so gefühlt. Okay Freunde, wir nähern uns dem Ende der dritten Woche. Meine Freundin und ich waren vor ein paar Tagen am Strand, wir sind gerade im Urlaub. Als wir dann zurück auf dem Zimmer waren, ist sie so ein bisschen durch meine Haare gefahren und es ist was rausgefallen. Wir dachten zuerst, es ist Sand,
bis wir dann beide im gleichen Moment realisiert haben, dass es Schuppen sind. Nicht nur habe ich in diesem Moment jeglichen Willen zu leben absolut verloren, ich habe auch realisiert, dass das Experiment vielleicht in eine Richtung geht, in die ich es nicht unbedingt haben wollte. Das ist der aktuelle Stand. Ich habe übrigens auch schon seit Tagen aufgegeben, mir irgendeine Frisur zu machen. Ich stehe wirklich morgens auf, gehe in die Dusche, lasse da einfach Wasser drüber laufen, dann mache ich so und dann gehe ich aus dem Haus. Das ist nicht nur nicht optimal für mein Selbstbewusstsein, es ist vielleicht auch nicht optimal für meine Haare, weil ich glaube, die sind mittlerweile einfach ziemlich ekelhaft, ehrlich gesagt. Ich bin in ein paar Tagen bei meinem Friseur, der weiß von diesem Experiment, das heißt, der wird mir die Haare ohne Shampoo waschen. Ich bin echt gespannt, was der sagt und wie räudig das für den wird. Ab diesem Zeitpunkt hatte ich ehrlich gesagt überhaupt keine Hoffnung mehr. Ich habe wirklich nur noch darauf gewartet, bis das Ganze vorbei ist und ich meine Haare wieder waschen kann, und ich habe ganz tief drin gehofft, dass mein Friseur irgendwas machen kann, um das halbwegs hinzukriegen, damit ich wieder halbwegs ansehbar aussehe. Was mich aber wirklich interessierte, war seine Meinung. Er sieht jede Menge Kopf heute, ist es ein Wort, am Tag, und hat dann einen guten Vergleich, wie gesund oder ungesund mein Schädel ist. Ich weiß nicht, ob ich heute einfach einen guten Tag habe oder nicht, aber mir persönlich kommt so vor, als würden meine Haare besser werden. Sie sehen meiner Meinung nach einfach so aus, als würde ich sie waschen und dann mit Wachs machen. Es ist nicht mehr so schrecklich wie bei der 2-Wochen-Marke, da war es wirklich absurd. Ich denke, es geht wieder in die andere Richtung. Zumindest hoffe ich das. Ich weiß nicht, ob ich es mir einrede oder nicht, aber ich denke. Hi, Dominik aus dem Schnitt hier. Jetzt, wo ich mir das so ansehen kann, kann man sehen, dass meine Haare überhaupt nicht besser geworden sind. Ich dachte es zwar, aber noch viel mehr wollte ich so haben. Und dann noch das Feedback von meinem Friseur. Seht selbst. Es ist jetzt genau die 4-Wochen-Marke. Schau mal auf meine Kopfhaut und beurteile mal, ob die gesund ist oder ob es ekelhaft ist. Ganz gesund, glaube ich nicht. Wirklich, wieso? Sind die Haare fettig? Ja, sehr, sehr fettig auf jeden Fall. Und hast auch leicht Schuppen gekriegt auf der Kopfhaut. Hatte ich vorher nicht, gell? Du kennst vorher meine Kopfhaut. Nein, ich schneide dich jetzt. Nie Schuppen? Seit ein paar Jahren. Du hast bei mir nie Schuppen gehabt? Ja. Also ich habe immer deine Haare angeschaut. Du hast nie Schuppen gehabt. Das erste Mal, dass ich jetzt sowas bei dir sehe. Wirklich? Die Haare, ja. Aber sind sie irgendwie gesünder oder so? Glänzen sie mehr? Glänzen tun sie auf jeden Fall. Ja, aber weil sie fettig sind, oder? Genau, weil sie. Weil sie sind die Shampoo-Expertin, gell? Ja, ich weiß nicht, aber ich, für mich ist es. Nur mit Shampoo gewaschen. Ja? Zusammen picken. Sie sind auch matt. Nicht mehr Volumen. Nicht glänzen. Nicht mehr, ja, genau. Wirklich? Glänzen. Ja. Also ich finde schon, dass sie glänzend sind. Aber halt wegen des Fetts, oder? Das wär, ja. Was ist mit Schuppen oder so? Auf jeden Fall, ja. Ja, also ist Shampoo doch keine Lüge. Wird einen Sinn haben, denke ich. Ja, genau. Das ist genau das, was die Shampoo-Industrie will, dass ich denke. Spaß beiseite, aber bevor ich euch das vorher nachher zeige, ich glaube, ich werde trotzdem was an meinen Shampoo-Gewohnheiten ändern. Und zwar werde ich mir einfach eins zulegen, wo natürliche Zutaten drin sind und nicht irgendwas, was ich nicht mal aussprechen kann. Außerdem glaube ich, dass ich das ganze Video lang Shampoo falsch ausgesprochen habe. Nach 30 Tagen wieder meine Haare zu waschen, war eins der Top 5 Gefühle meines Lebens. Ich denke aber trotzdem, dass dieses No-Poo-Ding funktionieren kann. Unsere Haare sind mega verschieden. Für den einen kann es funktionieren, für den anderen nicht. Das ist eins dieser Selbstexperimente, wo ich wirklich dazu rate, nachzuahmen. Ich arbeite übrigens an dem Glow-Up-Video, deswegen die Frisur. Ich probiere ein paar aus. Schreibt bitte gerne rein, ob die besser oder schlechter ist als die alte. Nehmt auf keinen Fall Rücksicht auf meine Gefühle. Aber kommen wir zum Vergleich. Ich sage euch ehrlich, ich wollte, dass es funktioniert. Es hat für mich auch absolut Sinn gemacht, aber das hier ist halt das echte Ergebnis. Meine Haare sind extrem strohig, extrem fettig. Ich habe Schuppen. Meine Kopfhaut kratzt immer noch ab und zu. Ist zwar schon besser geworden, aber im Vergleich zu unten sehen die halt schon wirklich sehr anders aus und auch wirklich sichtbar unhygienisch. Das war wirklich der Zeitpunkt nach 30 Tagen. Es hat sich leider nichts getan. Also es ist eigentlich immer nur bergab gegangen. Ich denke, wie gesagt, dass es funktionieren kann. Bei mir aber anscheinend nicht. Absolut schade, aber wie gesagt, ich würde es selbst ausprobieren. Schreibt mir bitte in die Kommentare, wie ihr das macht. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Mögen alle eure Träume wahr werden. Bleibt gesund. Peace.